Lektion 293 aus Ein Kurs in Wundern. Alle Angst ist vergangen und nur die Liebe ist da. Wie schön wäre das doch? Oder vielleicht sollten wir vielleicht sogar sagen, wie schön ist es doch, denn wir können ja den Moment erleben. Völlig frei von Angst zu sein. Nichts, was einen belastet, nichts, wovor man sich sorgt oder um man sich sorgt. Ganz leicht. Es gibt nur Freude, Sicherheit, Glück. Einfach so. Weil du bist, weil es deine Natur ist, weil es nichts anderes geben kann. Wie vollkommen unbeschwert und fröhlich doch so ein Leben ist. Die Frage, und es klingt nach einer echt blöden Frage, die Frage ist, willst du das? Und so ganz richtig beantworten lässt sich die Frage nicht, denn die Situation ist schon ein bisschen paradox. Unsere Persönlichkeit will natürlich glücklich sein, das selbstgemachte Ich, doch stellt es dafür Bedingungen auf. Es muss so sein und das so und ach ja, es ist schön, wenn dieses und jenes geschieht und so weiter. Und auch was nicht dazu gehört, natürlich, alles klar. Zum anderen, dein wahres Selbst ist es schon. Da stellt sich die Frage nicht. An wen richtet sich also so eine Frage? Und sie richtet sich an die Entscheidungsinstanz in dir. An die Instanz, die zurücktreten kann und entscheiden, auf welche Stimme hört sie. Die einzige Wahlmöglichkeit, die wir tatsächlich haben in der Gesamtsituation, in der wir uns alle wiederfinden. Und so tritt vielleicht einen Schritt innerlich zurück und lass die Worte aus dem Textbuch in dir wirken. Einfach klingen, ihnen Raum geben, dich ganz darauf einlassen. Wir brauchen nicht darüber nachdenken, sondern laden den Heiligen Geist ein, dass er es uns erklärt, dass mit dem Frieden, den wir spüren, auch wahres Verstehen einhergehen möge, was es ganz sicher tut. Wie sehr willst du die Erlösung? Sie wird dir die wirkliche Welt geben, die vor Bereitschaft bebt, dir gegeben zu werden. Des Heiligen Geistes Eifer, sie dir zu geben, ist so groß, dass er nicht warten möchte, wenngleich er geduldig wartet. Begegne seiner Geduld mit deiner Ungeduld über die Verzögerung deiner Begegnung mit ihm. Geh freudig hin, deinem Erlöser zu begegnen und geh mit ihm vertrauensvoll aus dieser Welt hinaus in die wirkliche Welt der Schönheit und Vergebung hinein. Und wir alle spüren, dass auf unsere Weise doch können wir
definitiv Gemeinsamkeiten wahrnehmen. Schau einmal, ob du die Freude in dir findest, die Freude über diese Worte, die weiten offenen Arme, die auf dich warten und dich endlich in Empfang nehmen möchten. Gib dir ein bisschen Zeit und lass dann die Freude in dir sich ausdehnen, Raum greifen. Sie führt dich direkt zu deinem wahren Selbst, aus dem einfach diese Freude entspringt, aus einer tiefen Stille entspringt Glück und Freude, nur Liebe, völlig frei von Angst. Denn wo Liebe ist, kann keine Angst sein. Du wirst erwartet. Die Kugel rollt von alleine ins Ziel. Einfach so. Alle Angst ist vergangen, weil ihre Quelle vergangen ist und all ihre Gedanken mit ihr vergangen sind, sagt uns die Lektion. Die Liebe bleibt der einzige gegenwärtige Zustand, deren Quelle auf immer und auf ewig hier ist. Kann denn die Welt hell, klar, sicher und einladend scheinen, wenn alle meine vergangenen Fehler sie bedrücken und verzerrte Formen der Angst mir zeigen? Diese Frage, die uns gestellt wird, ist gleichzeitig ein fantastischer Hinweis für uns, welche Macht in unseren Gedanken enthalten ist, wie sehr es eine Auswirkung hat, nämlich ultimativ, was für Gedanken wir denken. Wenn wir dem Irrtum folgen, dass es ein getrenntes Selbst gibt, dann erleben wir eine entsprechende Welt, eine Welt der Trennung. Und Trennung muss uns Angst machen, denn wir sind getrennt von uns selbst. Wenn wir uns entscheiden, die wahren Gedanken zu empfangen, dann gibt es das nicht. Und die Welt kann nur so erscheinen, wie wir denken. Und das Denken geschieht automatisch. Es kommt aus der einen Quelle oder aus der anderen. Wobei eine Quelle illusionär ist. Das tut aber der scheinbaren Wirkung auf uns keinen Abbruch. Wir sind dazu aufgefordert, und es kann jetzt sein, dass es langweilig wird, weil wir hatten das jetzt schon ein paar Mal uns angeschaut. Wir sind aufgefordert, genau auf unsere Gedanken zu schauen und zu prüfen, will ich diesen Gedanken noch? Ist es das, was ich möchte, das in Erscheinung treten soll? Oder will ich einfach frei sein? Und die Quelle, für die ich mich entscheide, bestimmt das Ergebnis. Letztlich so einfach, aber eben nicht immer ganz leicht. Doch könnte auch das eine Behauptung sein, die vielleicht überprüft werden sollte. Denn wir haben ja klipp und klar gehört, die Wahrheit wartet nur darauf, sie bebt, dass sie endlich zu uns kommen darf, obgleich sie geduldig ist. Dann kann es doch gar nicht schwer sein, oder?
Vielleicht sollten wir diesen Gedanken mal stärker in den Fokus nehmen. Wir müssen ja noch nicht dran glauben. Doch können wir doch einfach beginnen, uns etwas anderes zu erzählen. Wir können beginnen, uns zu sagen, es muss einfach sein, weil eine ganze Heerschar von Unterstützung bereitsteht. Es muss einfach sein, weil es Gottes Wille ist und ich bin direkter Teil davon. Also muss es gelingen, es kann kein Problem sein. Und wenn es doch eins zu sein scheint, dann lasse ich mir helfen, denn es muss einfach gehen. Das können wir beginnen, uns zu sagen. Und wenn es scheinbar nicht einfach geht, können wir nachfragen und sagen, Heiliger Geist, hilf du mir gerade mal, irgendwo unterliege ich noch einem Irrtum, denn es muss einfach gehen. Nimm du das, hilf du mir. Und schon lockert sich der Griff der Angst, welche Form sie auch immer annehmen mag. Und wir spüren die Liebe. Wir treten ein in den jetzigen Moment. Doch in der Gegenwart ist die Liebe offensichtlich, sagt uns die Lektion, und ihre Wirkungen sind augenfällig. Die ganze Welt leuchtet in der Widerspiegelung ihres heiligen Lichts. Und ich nehme endlich eine Welt wahr, der vergeben ist. Wenn wir uns da jetzt hinsetzen und sagen, ja, ich schaue schon, aber irgendwie ist es nicht so, weil da ist wieder jenes und dort, was hat denn der gemacht und ach, herrje, das schon wieder. Ja, dann vergeben wir auch nicht. Es ist ganz leicht, wieder den Urteilen des Egos zu folgen. Und das Ego lebt von Urteilen, denn es wurde aus einem Urteil heraus geboren. Es kann gar nicht anders. Das liegt in der Natur der Sache. Wir brauchen also nicht erwarten, dass das Ego plötzlich daherkommt und sagt, ja, alles glänzt und leuchtet und ist schön und wunderbar. Das kann es schon tun. Es wird es auch tun, wenn gerade alles so ist, wie es es will. Doch wird es auch mit seinen Urteilen wieder uns begegnen. Es ist wichtig, nicht darauf reinzufallen und zu sagen, es klappt nicht, es geht nicht, es funktioniert nicht. Wir haben einfach den falschen Kanal gewählt. Das ist alles. Und dann wirst du definitiv sukzessive eine Welt erblicken, die immer leichter, friedlicher und schöner wird. Schöner aus einer inneren Sanftmut und Lieblichkeit heraus. Die Schönheit, die in den Dingen wohnt, weil die Liebe dahinter steht, die wirst du erblicken. Und du kannst das jetzt sofort machen. Tritt noch einmal, falls notwendig, gerade einen inneren Schritt zurück. Gib der Wahrheit in dir Raum. Freue dich über die Begegnung mit dem Frieden, der Schönheit. Die Schönheit, die du bist, und blicke auf irgendetwas,
in deiner Umgebung, das dir jetzt ins Auge fällt. Nur darauf blicken. Und wenn du dich nicht auf die Form einlässt, im Sinne, dass du sie abscannst, irgendwie bewertest, dann erfasst dich Freude über die Schönheit. Und falls das noch nicht so recht gelingen mag, können wir ja nachfragen und sagen, zeige du mir, was du bist. Und jetzt erfährst du es ganz sicher. Und gib ihm ein bisschen Raum. Denke nicht darüber nach. Lass es einfach geschehen. Denn es gibt nichts zu tun. Du bist einfach. Ewig. Absolut unerschütterlich. Frei von Angst. Ganz in Liebe. Die wirkliche Welt birgt ein Gegenstück für jeden unglücklichen Gedanken, der in deiner Welt gespiegelt wird. Eine sichere Berichtigung für die Anblicke der Angst und für das Schlachtgetöse, die deine Welt enthält. Die wirkliche Welt zeigt eine Welt, die anders gesehen wird, mit ruhigen Augen und mit einem Geist, der in Frieden ist. Dort ist nichts als Ruhe. Keine Schreie des Schmerzes und des Kummers sind zu hören, denn dort bleibt nichts außerhalb der Vergebung. Und die Anblicke sind sanft. Nur glückliche Anblicke und Geräusche können den Geist erreichen, der sich selbst vergeben hat. Und so lass uns den heutigen Tag nutzen, uns wieder selbst zu vergeben. Er spiegelt sich im Außen. Es ist nur eine Widerspiegelung unserer Gedanken, auf die wir uns eben einlassen. Das ist alles. Nichts greift uns wirklich an. Nur wenn wir das noch so wahrnehmen, dann ist es einfach ein Hinweis darauf, dass es noch einen ungeheilten Gedanken in uns gibt. Doch ist das passende Gegenstück schon bereit. Wir brauchen es praktisch nur anfordern. Nimm du das. Hilf du mir. Zeige du mir meine wahren Gedanken. Denn das brauche ich jetzt nicht mehr, was ich da scheinbar denke. Und schon geschieht es. Und es geschieht immer schneller. Und vielleicht können wir immer mehr Freude daran finden, das wäre doch schön, den Tag an uns vorbeiziehen zu lassen und all das abzugeben, was die Kugel noch scheinbar daran hindert, ins Ziel zu rollen. Vater, lass deine heilige Welt heute sich nicht meiner Sicht entziehen. Lass auch nicht meine Ohren taub sein,
für all die Dankeshymnen, die die Welt unter den Geräuschen der Angst singt. Es gibt eine wirkliche Welt, welche die Gegenwart sicher vor allen vergangenen Fehlern bewahrt. Und nur diese Welt möchte ich heute vor meinen Augen sehen. Die wirkliche Welt liegt in der Gegenwart und nur in der Gegenwart. Der Ort, an den das Ego nicht hinkommt. Denn es ist der Ort, an dem es sich auflöst. Denn jetzt, im endlosen Jetzt, kann nur Wahres existieren. Und vielleicht taucht so ein Gedanke auf, der sagt, auch wenn ich ganz präsent bin, sehe ich doch Formen und das ist doch angeblich nicht die Wahrheit. Nun, wir sind immer noch im Bereich der Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung wird so weit bereinigt, frei von Schuld sein, dass der Schritt zur Erkenntnis nur noch ein kleiner ist. Und dieser Schritt wird von der Wahrheit selbst gemacht. Da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Es stört uns also nicht, dass wir noch Formen sehen. Doch beurteilen wir sie nicht mehr. Es gibt keinen Grund mehr dafür. Und so wird alles leicht. Denn du siehst die Wahrheit hinter der Form. Du spürst das eine Selbst, den einen Geist, der alles enthält. Wenn du möchtest, kannst du ja direkt einmal nachschauen. Spüre einfach dein unbegrenztes Selbst, indem du dich darauf ausrichtest, den Raum gibst, nichts beschränkst, und egal, auf was du blickst, ist es nicht auch in diesem Raum enthalten? Ist es nicht in gewisser Weise in dir enthalten? Auch hier ist es wichtig, dass wir nicht die Form beurteilen. Sie darf sein, aber sie interessiert uns nicht. Wir sind ganz gegenwärtig. Dazu können wir schon wahrnehmen, dass in gewisser Weise alles in uns enthalten ist. Es gibt gar kein Innen und kein Außen. Es ist in einem Geist, also ein Selbst. Und so steigt eine Ahnung in uns empor, dass es genauso ist, wie es hier im Kurs steht. Die Welt, die du siehst, er steht aus einem Geist, der mit sich selbst in Frieden ist. Keine Gefahr lauert in irgendetwas, was du siehst. Denn dein Geist ist gütig und nur auf Güte schaut er. Danke für deine Güte und deinen Segen.
Hab einen freudvollen Tag im Bewusstsein der Macht deiner Entscheidung und dem inneren Wissen, dass du Liebe bist. Frei, sicher, grenzenlos, ohne Angst und bereit, jede und jeden, der dir heute begegnet, Erlösung anzubieten.